Das Studio 47 Sportlerporträt wird präsentiert von der Targo Bank. Freitagvormittag, 10 Uhr in der Traglufthalle des Bayer Uerdingen in Krefeld. Hier trainiert ein Vize-Weltmeister. Denn Michael Schrader gewann bei der diesjährigen WM in Moskau Silber im Zehnkampf und somit die erste deutsche WM-Medaille im Zehnkampf seit 16 Jahren. Doch um dies zu erreichen, fing der 26-Jährige schon früh mit dem Training an. Im Alter von 2 Jahren habe ich mit der Leichtathletik begonnen, da meine Mutter beim Homberger TV Trainerin war. Und da habe ich bis 1999 Leichtathletik gemacht, bis ich dann nach Bayer Uerdingen gewechselt bin, aufgrund der schönen Halle und dass man hier auch im Winter gut trainieren konnte. Ja, und so hat sich das dann halt entwickelt. Entwickelt hat sich auch seine Karriere. Der gebürtige Duisburger gehört mittlerweile zu den besten Zehnkämpfern der Welt. Doch so gut lief es für ihn nicht immer. 2008 zog er sich einen Ermüdungsbruch im rechten Fuß zu. Kaum war er wieder fit, brach der Fuß im Dezember 2009 erneut. Eine fast 2-jährige Wettkampfspause folgte. Die lange Verletzungskrise hat er jedoch mit viel Durchhaltewillen überstanden. Beim Training lässt er es momentan aber noch etwas ruhiger angehen. Noch ist alles mit wenig Gewicht. Es geht einfach in die Vorbereitung jetzt fürs Wintertraining. Einfach mal wieder die Knochen an das Krafttraining gewöhnen. Und da mache ich halt ein paar Wiederholungen mehr, aber dafür weniger Gewicht. Und kaputt ist man trotzdem. Dieses Jahr ist Michael Schrader für die Sportlerwahl als bester Duisburger Sportler nominiert. Und davon ist der Leichtathlet sehr begeistert. Ja, finde ich geil, also dass auch meine Sportart, sag ich mal, anerkannt wird, dass ich nominiert werde, um Sportler des Jahres zu werden. Und ich hoffe natürlich, dass genug Leute davon begeistert sind und mich auch wählen und dass ich das auch gewinne, weil das wird mich sehr stolz machen. Und das zu Recht. Doch er hat auch den nötigen Ehrgeiz, den es braucht, um die von ihm gesteckten Ziele zu erreichen. Das erste Ziel ist natürlich nächstes Jahr die Europameisterschaft in Zürich. Da möchte ich natürlich wieder ins Medaillengeschehen eingreifen. Und das Fernziel ist natürlich die Olympiade 2016 in Rio. Da hoffe ich, dass ich bis dahin gesund bleibe, damit ich da auch mein Leistungspotenzial abrufen kann. Es wäre ihm zu wünschen, dass er nun verletzungsfrei bleibt und 2016 möglicherweise sogar Gold für Deutschland holen kann. Doch erst einmal steht die Sportlerwahl an und vielleicht wird er dann ja in Duisburg zum Sportler des Jahres gewählt.